Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Valkyria Chronicles Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut WeeplayGames4U und wir gucken uns jetzt mal Forschung und Entwicklung an. Welcome to R&D, man. What can I do you for? Das ist Leon. Willkommen zur Forschung und Entwicklung. Was kann ich für dich tun? Wait, I know that insignia. You're Lieutenant Gunther, aren't you? Moment, ich kenne doch dieses Symbol, diese Insignie. Du bist Lieutenant Gunther, oder? I knew it! Man, I've heard about you! That evacuation at Brule was just... wow! Ich wusste es. Mann, ich habe von dir gehört. Die Evakuierung von Brule war nur... oh mein Gott. Protecting a tiny life in the middle of all that slaughter? Man! Das Schützen eines kleinen Lebens mitten in dem ganzen Schlachten. Mann! Lieutenant, you're good people. You get all my respect and then some, bro. Lieutenant, ihr seid echt gute Leute. Ihr habt all meinen Respekt. What's going on, Leon? I could hear you from clear across the hangar. Ja, offensichtlich ist das ein Kreis. Was ist los, Leon? Ich konnte dich von dort hinten sehen, hören. Oh, Casey, check it out! It's Lieutenant Gunther! He's the man, man! Hey, KC, guck dir den mal an. Das ist Lieutenant Gunther. Das ist der Mann. Sorry about him, Lieutenant. He's like this all the time, I'm afraid. Haha, tut mir leid, Lieutenant. Er ist immer so. Befürchte ich. But where are my manners? I'm Kreese Cherney. I'm training here as a mechanic. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Kreese Cherney. Und ich werde hier halt zum Mechaniker ausgebildet. Oh, and I'm Leon Schmidt. But just call me Leon, bro. I'm your boy. Oh, und ich bin Leon Schmidt. Aber nenn mich nur Leon, Bruder. Ich bin dein Junge. So, Lieutenant Gunther, what brings you down to R&D today? Also, Lieutenant Gunther, warum kommst du zu Forschung und Entwicklung heute? We do work here on weapons development. Making upgraded weapons and equipment. Wir arbeiten hier an der Waffenentwicklung, upgraden die Waffen und die Ausrüstung. And that includes rifles and machine guns. We can even soup up your tank. Das schließt Gewehre und Maschinengewehre ein. Wir können sogar deinen Panzer verbessern. Of course, research expenses aren't cheap. Aber das ist natürlich nicht billig. With rifles and other firearms, we'll mass produce new models as they're developed. Mit Gewehren und anderen Feuerwaffen, diese werden wir in Massen produzieren, sobald sie entwickelt sind. You won't have to worry about making enough for your squad. We'll outfit them. Ihr müsst euch dann keine Sorgen machen, euer gesamtes Squad damit auszurüsten. Wir werden sie schon damit versehen. For tanks, you can upgrade the baseline performance of the body itself. Für Panzer kannst du die Grundperformance des Körpers alleine entwickeln. Or develop optional parts that you can add on to tweak out its specs. Oder du kannst zusätzliche Teile entwickeln, mit denen du deine Spezifikationen verbessern kannst. Right. You can choose which optional parts you want in the tank equipment section. Genau, du kannst auswählen, welche zusätzlichen Teile du im Tankausrüstungsmenü haben willst. Come in anytime and make adjustments based on the needs of the operation at hand. Du kannst jederzeit kommen und Veränderungen vornehmen anhand der nächsten Mission, die du hast. Okay, das ist das, was wir schon gehört haben. Okay, wir können auswählen, ob es Angriff oder eher Verteidigung sein soll. Okay. Also jedes Teil hat eine bestimmte Größe in Blöcken. Und wir können auswählen, wie wir die 4x3 Blöcke Lagerkapazitäten vom Edelweiß ausfüllen wollen.
wählen wir die Teile, die unserem Spielstil am besten entgegenkommen. Develop Weapons. Refers Machine Guns. Würde ich sagen, Machine Guns. Firepower Boost hört sich doch gut an. Yes. All set for you, bro. It's done. Okay, die erste Waffe haben wir verbessert. Können wir einfach durchschalten, das ist natürlich gut. Machen wir hier nochmal einen Zielgenauigkeitsboost. Nehmen wir hier die nächsten an. Noch eine Lanze verbessern. Haben wir eigentlich genug Geld. Here you go. Was gibt's hier? Sniper werden wir auch verbessern. Zielgenauigkeit. Oh, was ist das denn? Handgranaten. Können wir noch nicht verbessern. Uniform-Upgrade. Okay, das machen wir mal. Das hat Death plus 1. Armor-Upgrade. Blast-Suits. Das sind wohl andere Formen von Uniformen. So, das haben wir. Gehen wir mal bei Edelweiß vorbeigucken. Natürlich jetzt die Frage. Body Enhancements. Mal hier. Range plus 200, das ist ganz gut, denke ich. Okay, jetzt haben wir nicht genug Geld. So, dann müssen wir jetzt gucken. Outfit Tanks, das müssten wir jetzt schon können. Edelweiß. Change Parts. Okay, können wir da jetzt was machen? Ne, können wir nur nicht anscheinend. Okay, so, dann gehen wir hier raus. Well, sir, was that helpful? Also, war das hilfreich? We're working here around the clock to make possible tomorrow what's out of reach today. Wir arbeiten hier rund um die Uhr, um das morgen möglich zu machen, was heute noch unmöglich schien. Come again a little later. We'll do our best to have something useful for you by then. Komm später noch einmal, wir tun unser Bestes, um dir dann was Nützliches präsentieren zu können. Yeah, you better come back soon, bro. I am all fired up to work on stuff for you. Ja, du kommst hoffentlich bald wieder zurück. Ich bin ganz aufgeregt, Sachen für dich zu entwickeln. Ich würde sagen, gehen wir mal in den Book Mode. Full Tour. Also müssen wir noch hier in den Command Room wahrscheinlich. Choose the member. Also hier können wir die Leute auswählen, die bei uns in der Squad mit dabei sein sollen. It's good to see you doing the rounds. Welcome. Es ist gut, dass du dich umschaust. Willkommen. This is the command room. Use it to structure your squad. Das ist die Kommandozentrale. Benutze sie, um dein Squad zu strukturieren. You will have access to both drafted and volunteer recruits. Hier hast du Zugang zu zugeteilten und freiwilligen Rekruten. Now that I think of it, Squad 7 is still short on soldiers, isn't it? I'll explain how this works. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Squad 7 hat immer noch sehr wenige Soldaten, oder? Ich erkläre, wie es funktioniert. This is the master list. The recruits have all been assigned classes based on their talents. Das ist die Hauptliste. Die Rekruten haben alle Klassen zugeteilt bekommen nach ihren Talenten. I should probably touch on the five classes, just so we're clear. Ich sollte erstmal die fünf Klassen behandeln, nur damit wir uns verstehen. First off, you have the scouts. Just like the name suggests, they'll be your eyes. Okay, also zum ersten Mal haben wir Scouts und das sind die Aufklärer. Their best asset is their mobility. They can go out, collect intel, then make it back safely. Die sind sehr mobil, die können raus, Informationen sammeln und sicher wieder zurückkommen. That and a keen eye for enemies. A good scout can spot a man in tall grass from 100 yards. Das und ein gutes Auge für Gegner. Ein guter Scout kann einen Gegner in hohem Gras von über 100 Yards Entfernung sehen. That comes at the price of firepower. Their job is spotting enemies, not taking them out. Das kommt zum Preis von Feuerkraft. Ihre Aufgabe ist es, Gegner zu finden und nicht sie auszuschalten. Next up, the shock trooper. They're the ones to break through enemy lines and clean up. Die nächsten sind die Shock Trooper, die sind zum Durchbruch der gegnerischen Linien bestimmt und dort aufzuräumen.
They offer excellent offense and defense. As far as combat goes, they're as good as it gets. Sie bieten super Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten. Soweit das den Kampf angeht, sind sie das Beste, was es gibt. While they lack any specialized techniques, they also don't have any obvious shortcomings. Während sie keine besonderen Spezialisierungen haben, haben sie aber auch keine Nachteile. Think of them as the least finicky unit in your squad, Lieutenant. Ja, denkt über sie als das Arbeitspferd in eurem Squad. After them, we have Lancers, then anti-tank units. They're critical when facing armored targets. Okay, also dann haben wir noch die Lancer. Die sind gegen Panzer gut. Their purpose is pretty self-explanatory. In most cases, they're the only way to stop a tank. Ihre Aufgabe ist selbsterklärend. In den meisten Fällen sind sie die einzige Möglichkeit, um einen Tank zu stoppen, also einen Panzer. They're also well shielded from explosives, which conveniently includes tank mortars. Sie sind außerdem gut geschützt gegen explosive Sachen, was auch Panzermortars beinhaltet. Sadly, they're slow and weak to gunfire. Their limited ammo could also be called a drawback. Leider sind sie langsam und schwach gegen normale Feuerkraft. Außerdem ihre limitierte Munition kann auch ein Nachteil sein. Changing gears, we have the engineers. They handle supplies and perform combat support. Außerdem haben wir noch die Ingenieure. Sie kümmern sich um die Versorgung und den Support. They can restock other units' ammunition, treat the wounded, even repair tanks on site. Sie können die Munition nachfüllen, Verwundete behandeln und sogar Panzer auf dem Schlachtfeld reparieren. They can place sandbags for cover, disarm mines, repair towers, you name it. Sie können Sandsackbarrikaden aufstellen für Deckung, Minen entschärfen, Türme reparieren, was auch immer es da gibt. Their actual combat skills are very low. Think of them as combat facilitators. Ihre eigentlichen Kampfkräfte oder Fähigkeiten sind wirklich gering. Sie unterstützen halt die anderen. Lastly, we have the snipers. They can shoot down targets from a considerable distance. Zuletzt haben wir die Sniper, die können aus großer Entfernung die Gegner töten. You won't find better soldiers for marksmanship and range. They can hit targets I can barely see. Ihr werdet keine besseren Soldaten hinsichtlich der Treffergenauigkeit und Entfernung treffen. Sie können Gegner oder Ziele ausschalten, die man kaum sehen kann. Sniping rifles also come with scopes that work to augment a sniper's natural eyesight. Scharfschützengewehre kommen außerdem mit Zielfernrohren, die die normale Sichtweite verbessern. Drawbacks include low mobility and defense. If the enemy gets them alone, they're done for. Nachteile sind geringe Mobilität und Verteidigung. Wenn der Gegner einen alleine erwischt, sind sie kaputt. That should cover the basics. Das sollte die Grundlagen abdecken. Go ahead and put a squad together now. There's room for 20 and you can swap units at any time. Na, jetzt stell dein Squad zusammen. Es ist Raum für 20 und du kannst jederzeit austauschen. Okay, da bin ich mal gespannt. Also ich hätte erstmal gerne noch, was haben wir denn hier? Leute. Weiß, den hätte ich noch gerne. Also Weiß würde ich gerne noch mitnehmen. Das ist ja der aus Skies of Arcadia. Warte. Wendy. Die ist auch cool. Aus Versehen genommen, aber auch cool. Weiß nehmen wir noch mit. The name's Weiss Engelbart. Let's go kick this war in the teeth. Genau, der ist von Skies of Arcadia. Das finde ich wiederum ganz cool. Nils, so einen brauchen wir nicht, aber so einen können wir mal brauchen. Wen nehmen wir da mit? Herbert? Nee. Karl? Weiß ich nicht. Dallas? Nee. Ramsey? Claudia? Claudia sieht kompetent aus. Hallo, I'm Claudia Mann. I'll do my best to live up to your expectations. So. Wen nehmen wir denn hier mit? Scharfschützen gibt es irgendwie nur zwei.
würde sagen, wir nehmen mal beide mit. My name is Cesare Regard, and I'll handle things my own way, thank you. Okay. Hello, I'm Catherine O'Hara. I look forward to joining you all. Die ist cool. So, würde ich sagen, dann nehmen wir noch einen. Nehmen wir den Karl mit. Ich denke, der ist kompetent. My name's Carl Lanzett, sir. It's a pleasure to join you. Okay. Und noch einen von denen hier. Den können wir da nehmen. Yoko sieht ein bisschen. Ne, den nehmen wir nicht. Yes. Nehmen wir sie hier mit. Sieht ein bisschen wie eine Mutter aus. I'm sure we'll get along just fine. Okay. So, was können wir noch mitnehmen? Eddie nehmen wir mit. I'm Edie Nelson. Perhaps you've heard of me. I'm sure we'll get along swimmingly. Ja, okay. Jane finde ich auch gut. The name's Jane Turner. I'll do anything if it means putting holes in imps. Also ihr Name ist Jane Turner und sie macht alles, wenn das bedeutet, dass man Löcher in Imperiale machen kann. Finde ich sehr gut. Jetzt gucken wir noch, dass wir hier einen Scout bekommen. Sie hier, Freesia, würde ich nehmen. I'm Freesia York, handsome. I know you'll take real good care of me. Ja, na klar. Oh, Ramona, auch interessant. My name's Ramona Linton. Good to be on board, Welkin. Ja, genau. So macht man sich Freunde. Wie viel haben wir denn jetzt? Open Slots, 6 Stück. Können wir da noch mitnehmen? Nehmen wir noch einen Herbert mit. Herbert Nielsen is me. I mean, I'll, yeah. I'll try. Okay, vielleicht sollten wir den doch nicht mitnehmen. Die nehmen wir noch mit. Die sieht recht kompetent aus. My name is Rosina Selden. I'm in with you guys as of today. Okay, vielleicht mag ich die doch nicht so gerne. Egal, so, wen können wir noch mitnehmen? Dorothy. Nein. Ja. Please, call me Wavy. From today onward. We fight together. Okay, cool. Jetzt weiß ich nicht. Ja, würde sagen, das reicht. Ah, wir müssen echt bis 20 hoch machen. Verdammt, ey, nehmen wir noch mit. Nehmen wir den da mit. Kevin. Hello, I'm Kevin. Kevin Abbott. Pleased to meet you. Okay. Nimm mal Alex noch mit. Hi, I'm Alex Raymond. I look forward to serving with you, Welkin. Ich hab gedacht, es wäre eine Tutsi. Die sieht mir zu barbiehaftig aus, das mag ich nicht. Nehmen wir hier noch so einen mit. Den da. My name's Hector Calvi, sir. I'm at your service from today on. Erinnert mich ein bisschen an Ryu aus Street Fighter. So, jetzt haben wir 20 Leute. Well. Feel like you've struck a balance? Come back anytime you'd like to adjust your squad. Okay, also wir können jederzeit wiederkommen, um es zu verändern. As time passes, we'll have more recruits to choose from, so keep an eye on that list. Also mit der Zeit bekommen wir auch neue Rekruten, aus denen man wählen kann. Also sollten wir natürlich ein Auge auf der Liste haben. Oh, and all the recruits go through training together, so they're all ready for combat. Und alle Rekruten sind einsatzbereit, weil sie alle dasselbe Training machen. Die sind genauso gut wie der Rest, den wir mitnehmen. You can swap out members without the worry of losing the benefit of their experience. Können also auswählen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir schlechtere bekommen. Trust in your own judgment and pick a team you know you can work well with. Vertraue deinem eigenen Urteil und wähle ein Team, mit dir, von dem du weißt, dass du gut mit ihm arbeiten kannst. That should be enough to get you started. You can figure out the rest as you go. Das sollte genug sein, um dich zumindest erstmal zum Beginn zu bringen. Den Rest findest du schon allein raus. Wow. Squad leader's a lot of responsibility.
Wow, also das Anführer eines Squads zu sein, heißt eine Menge Verantwortung. Come to think of it, Faldio's heading up Squad 1, isn't he? Wenn ich schon dran denke, Faldio, den Typ, den wir kennengelernt haben, der ist in Squad 1, oder? I wonder if he's off sorting through this stuff now too. I better get a move on. Ich frage mich, ob er da jetzt auch durch muss. Ich sollte mal loslegen. So, dann gehen wir hier mal raus. Book Mode und so. Yes. A new episode, okay. Headquarters tab is now available. About Headquarters. Genau, dass wir da alles aufleveln können und so weiter und so fort, was wir bisher gelernt haben. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann speichern wir an der Stelle und beenden die Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.